Also auch meinerseits herzlichen Dank für die animierte, lebhafte Debatte. Das ist etwas, was bei uns in den Kommissionen, in den offiziellen manchmal etwas zu kurz kommt. Und da sieht man auch eher die Profile auch der Positionen. In dem Sinn, danke Ihnen allen, die sich da hineinbegeben haben. Auch im Namen möchte ich sagen, ganz formell noch im Namen des Co-Präsidiums, Edith Graf-Ritscher und Franz Grütter, das jetzt von meiner Wenigkeit hier vertreten wird. Wir versuchen in diesen Gruppen ja wirklich die ganze Bandbreite abzubilden zwischen Edith Graf von der SP und Franz von der SVP. Und wenn dann die Grünen in der Mitte sind, dann ist auch für mich das politische Koordinatensystem in Ordnung. Wenn ich zum Schluss eine Prognose wagen darf, ich denke, wir werden als Rat auf diese Vorlage eintreten, auch wenn noch ein paar Medienmitteilungen zusätzlich versendet werden von der Swisscom. Also Stefan, sorry, aber ich glaube, dass diese Fuhr ist gefahren. Meine Träume umgekehrt für mehr Wettbewerb und ein offenes Netz auf der Dienstleistungsebene durch wirklich gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität. Da bin ich etwas weniger optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da haben wir ja auch gesehen, mit Ausnahme der KonsumentInnenvertreterin, ist da die Front relativ geschlossen und das wird sich dann, so befürchte ich, auch im Parlament so durchsetzen. Die Swisscom wird es aber auch bei ihrem Kampf eben jetzt gegen die Möglichkeit, allenfalls dann bei Wettbewerbsproblemen diesen Zugang zu regulieren zum Kunden, denke ich, schwerer haben. Aber ich kann Sie trösten, die wahre Auseinandersetzung für den Fall eines Falles, die ist ja dann nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, denn man wird sich dann ja wieder in den Haaren sein, wenn es darum geht, was denn die Kosten sind und wie diese berechnet werden. Diese Runde kennen wir ja aus den Geschichten beim Unbundling vom Kupfer und ich nehme an, die gleiche Diskussion über das Modell, ob man jetzt Wiederbeschaffungswert oder Zeitwert oder was auch immer, das wird dann wieder, das wird die reale Auseinandersetzung sein, die wir dann führen werden, falls eine solche Regelung überhaupt notwendig wird. Das Schönste wäre natürlich, wenn es der Politik gelingt, mit der Drohung alleine den Wettbewerb am Funktionieren zu halten. Und das Allerschönste wäre, wenn dann dieser Wettbewerb auch noch den Kundinnen und Kunden zugute käme. In dem Sinne sind Sie noch herzlich eingeladen für ein Glas zum Apero. Wir sind unangenehme Kumpanen. Wir werden dann relativ schnell wieder herunterstecken, denn auch beim Strom geht es um viel Geld und um Versorgungssicherheit. Und das steht um 15 Uhr an bei uns im Nationalrat. Danke. Gut. Merci. Danke.